Hallo Leute, ich bin's Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Stoke City Karriere. Ja Leute, heute haben wir noch die Transferphase, dann Sheffield United, Doncaster und Sheffield Wednesday, wo wir schnell simulieren werden. Essen wieder normal simulieren und auch hier die beiden Pokalspiele gegen Liverpool werden wir auch nochmal schnell simulieren. Dann sind wir gleich beim Spiel gegen Sheffield United. Die sind auf Platz 15 Punkte hinter uns. Mit dem Top-Team geht's hier rein in die Schnellsimulation und mal schauen, ob wir einen Sieg holen könnten. Das wäre jetzt echt extrem wichtig. Wir gewinnen mit 3:1 Berg. Bei Sheffield United, bei uns Campbell, Jones und Etebo. FA Cup Spiel gegen den FC Liverpool, da gehen wir auch mit dem Top Team rein. Ja, ich habe hier echt keine Hoffnung. Wir gehen einfach rein. Wir sind natürlich auswärts, könnte wieder was Besseres sein. Mal schauen, ob wir vielleicht gewinnen können. Wir verlieren mit 3:1. Diogo Laines trifft bei uns. Campbell verschießt den Elfmeter. Robertson, Salah und Firmino bei Liverpool. Damit sind wir raus. Nächstes Spiel gegen Doncaster. Die sind auf dem letzten Platz, auf Platz 24. Da muss eigentlich ein Sieg her. Schnellsimulation. Die haben fittere Spieler wie wir. Wir haben bessere Spieler. Müsste reichen für uns. Wir gewinnen mit 3:0. Jones trifft doppelt und Watters. Nächstes Spiel gegen Aston Villa. Die sind auf Platz 1. Hier gehen wir in eine normale Simulation rein. 9. Minute. Ollie Watkins bringt Aston Villa mit 1:0 in Führung. 2:0 für Aston Villa. 16. Minute. Morgan Sanson. Wir greifen halt einfach nicht an. 35. Minute. 0:3. Damit werde ich zum Endergebnis springen. Ich springe zum Endergebnis und wir verlieren mit 3:1. Nächstes Spiel gegen Liverpool im EFL Cup. Gehen wir in die Schnellsimulation rein. Ja. Ich denke auch nicht, dass wir jetzt hier weiterkommen. Wir gehen einfach rein. Vielleicht passiert ja irgendein Wunder. Wir stehen im Finale. Nein, wir verlieren mit 2:0. Mané und Saul treffen. Nächstes Spiel gegen Sheffield Wednesday. Diesen auf Platz 18. Gehen wir in die Schnellsimulation rein. Kommt, Jungs. Da muss jetzt wieder mal ein Sieg drin sein. Das wäre jetzt extrem wichtig. Wir gewinnen mit 0:1. Brown mit dem Siegtor. Dann haben wir nur noch eine Stunde auf der Uhr. Aber leider nur noch 4 Millionen. Damit können wir nichts anfangen. Damit werde ich halt ein paar Verträge noch verlängern, wenn jemand unglücklich ist. Deswegen würde ich sagen, beenden wir die Transferphase. Nächstes Spiel gegen Cardiff City, da gehen wir auch in die Schnellsimulation rein. Die sind auf Platz 7 daheim. Ja, ist es wieder ein bisschen komisch oder ein bisschen schwieriger. Gehen wir rein. Wir spielen nur 2:2. Moore und Moore trifft doppelt. Bei uns treffen Jones und Diogo Laines. Nächstes Spiel gegen die Blackburn Rovers. Da sind wir auswärts. Trotzdem will ich noch mit dem A-Team reingehen. Mit dem B-Team traue ich es mich nicht. Komm, hier muss einfach ein Sieg drin sein, um nach oben mit dran zu bleiben. Wir gewinnen mit 2:1. Dolan trifft bei Blackburn Rovers, bei uns Campbell doppelt. Nächstes Spiel gegen Huddersfield, die sind auf Platz 11. Da gehen wir auch rein. Wir sind noch 3 Punkte hinter Platz 2. Was denn direkt den Aufstiegsplatz bedeuten würde, wäre wichtig. Und dann verlieren wir mit 0:1. Bakuna trifft. Nächstes Spiel gegen Brentford. Wir haben jetzt hier noch 2 Spiele. Danach gegen Peterborough und dann Bournemouth, was wir nochmal selber spielen werden. Peterborough auch nochmal schnell Simulation. Hier gewinnen wir mit 2:0. Campbell mit dem Doppelpack. Nächstes Spiel gegen Peterborough. Hier riskiere ich mal 2 Punkte hinter dem zweiten mit der B11 reinzugehen, weil ein paar B11-Spieler möchten auch mal spielen, vor allem Edwards und Etebo meckern die ganze Zeit. Kommt, Jungs, auch mit dem B-Team soll es klappen. Wir gewinnen mit 1:0. Thymon trifft und Etebo verschießt den Elfmeter. Damit gewinnen wir gegen Peterborough. So starten wir dann das Spiel rein gegen Bournemouth. Thymon und Edwards kommen dann auf die Außen für Mitchell und Widmer. Zweiter Platz, 1 Punkt vorne. Würde ich sagen, starten wir rein. Will Hughes spielt den Ball hier durch zu Tyrese Campbell. Das hat er stark gemacht. Tyrese Campbell, 31. Spielminute. Da ist der Ball endlich drin. Und damit geht Stoke City mit 0:1 in Führung. Schön gespielt hier von Will Hughes. Curtis Jones will nicht durchlaufen. Er macht es halt einfach. Tyrese Campbell alleine. Keine Chance für Tavares oder Tavernes. Wie auch immer das heute heißt, damit gehen wir mit 1:0 in Führung. Und da ist F-Chen zu Will Hughes. Der spielt den Ball weiter zu Tyrese Campbell. Kurz vor der Halbzeit können wir das 2:0 machen. Und kurz vor der Halbzeit machen wir das 2:0 mit Tyrese Campbell. Und das ist eine wichtige Führung, eine wichtige 2-Tore-Führung. Denn jetzt können wir ein bisschen mehr aufatmen, das Spiel, wenn man das so sagt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Auf jeden Fall gehen wir hier mit 0:2 in Führung. In Bournemouth. Wunderschön gespielt. Will Hughes weiter zu Tyrese Campbell. Der lässt Tavernes keine Chance. Wieder im Kasten von Bournemouth und Tyrese Campbell. Ist einfach der Wahnsinn. Macht das 2:0. Somit gehen wir in die zweite Halbzeit rein. Wir sind in der 78. Minute. Es passiert nicht mehr viel. Curtis Jones geht raus für Watters. Dann kommt einmal Mitchell rein für Thymon. Und Leite geht da nochmal raus für Oakley Booth und dafür kommt dann Hughes in die Innenverteidigung. Der Schiedsrichter zeigt eine Minute an, die ist rum, er darf gerne abpfeifen und damit pfeift ab. Wir gewinnen gegen Bournemouth mit 0:2. Und da sind wir in der Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs, haut rein, bis dann und tschüss.